Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Ich freue mich sehr, dass wir das Webinar wieder mit Markus Runau und Thorsten Eberhardt veranstalten können und Sie die Zeit für uns heute gefunden haben. Und ich freue mich natürlich mindestens genauso viel, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Webinar interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie haben sicherlich gemerkt, seit dem letzten Termin ist einiges passiert. Und ich glaube, darum wird es unter anderem auch heute gehen. Aber das werden die zwei Herrschaften jetzt selber vorstellen. Und ich weiß nicht, wer anfangen möchte, Thorsten oder Markus. Ich lasse dem Herrn Kollegen den Vortritt. So Sehr soll gut. es sein. Dann wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Ja, ich wechsle das doch den Bildschirm. Sieht wie immer sehr Na. aufgeräumt aus, Markus. Er schon, oder? Sehr gut. Sehr gut. Ja, willkommen auch von meiner Seite nochmal zu unserem Thema heute Optionshandel mit Systemen in jeder Marktlage. Wir werden es heute auch wieder sehr, sehr, sehr praktisch machen. Das heißt, wir schauen uns natürlich die Märkte an, schauen, was ist in letzter Zeit passiert. Wir hatten auch so das Thema heute für uns festgestellt, wie geht man jetzt um mit dieser extremen Volatilität, mit den riesigen Schwankungen? Was kann man da jetzt machen? Wie hat das bei uns geklappt? Wie sind wir da durchgekommen? Und so, das wollen wir einfach mal ein bisschen so praktisch beleuchten heute. Genau, nochmal. Risikohinweis brauche ich jetzt nicht mehr, hat der Nelson schon gemacht. Genau, nochmal ganz kurz zu meiner Person. Also, ich komme ja eher aus der Naturwissenschaft, also von der Chemie, habe dann noch Wirtschaft studiert und bin so der Prozessmensch. Ich stehe ja hinter dem Trade Scanner, das heißt alles, was die Programmierung angeht und so, das genau, das habe ich gemacht. Ich selber bin ja Optionshändler. Ich handle sehr gerne Cash Secured Puts, Strangles und Aktien Long. Dass ich das einigermaßen verstehe, sieht man hier, ich mache ja auch den Renditebrief von der World of Trading. Und selbst jetzt in der schwierigen Marktlage sieht man das trotzdem. Ich hätte jetzt am liebsten die 150. Folge gemacht in der Serie, aber hat heute noch nicht geklappt, auch 149 immerhin, die wirklich sehr gut sind. Ja, genau, Thorsten. Ja, genau, der hübsche Mann, das bin ich. Bin auch hauptberuflich Trader und Investor und war zuvor auch in der Rohstoffindustrie aktiv. Hatte sehr viel ähnlich wie der Markus mit Prozessen, mit Struktur, mit Beratung zu tun. War auch im Hedging, im Kursabsicherungsgeschäften aktiv. Zurzeit führe ich halt meinen Club, habe auch eine tolle, tollen YouTube-Channel und mache auch noch, sofern es die Zeit erlaubt, B2B-Beratung für mittelständische Unternehmen im Fokus von Kurswährungsrisiken, also die Absicherung. Ja, das ist das, was ich hier sozusagen mache und ähnlich wie der Markus, also da sind wir ziemlich gleich. Wir beide mögen Systeme, zumindest jene, die funktionieren. Absolut, ja, genau. Ja, so der Klassiker, wo ich immer so drauf schaue, ist, ja, wie kann man jetzt hier so mit Aufwärtstrends, Abwärtstrends und so. Ich habe jetzt mir die Folien hier nochmal vorbereitet, dass wir immer dann vergleichen, von was reden wir, weil, wie Thorsten schon sagt, hier mit Systemen, also für mich sind immer so die drei Grundarten und da kann man alle möglichen Spiele mitspielen, dass man sagt, hier zum Beispiel im Aufwärtstrend steige ich in der Korrektur ein, Abwärtstrend, klar, in der, auch wieder in der Korrektur der Einstieg nach unten und jetzt auch natürlich immer noch die Seitwärtsphase. Und was wir ja hier so erlebt hatten die letzte Zeit,
war ja, dass genau hier diese Seitwärtsphasen da waren oder dass halt extreme Schwankungen da drin sind. Also wenn wir hier die S&P 500 uns anschauen, dann sieht man, dass wir hier in diesem Bereich eine sehr, sehr schöne Aufwärtsphase hatten. Und das hat sich jetzt komplett geändert seit ja, ungefähr März, April letzten Jahres und dann richtig bestätigt im Mai ist alles so runtergelaufen, immer sehr starke Dynamik. Und was man auch sieht, ist, dass die Kerzenlänge sich massiv verändert hat. Das heißt, wir haben jetzt gut 2 bis 3 Mal so lange Kerzen wie zuvor gehabt in der Aufwärtsphase. Das heißt, wir haben deutlich größere Schwankungen hier in den Kursen. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man damit um, Ja. Thorsten? Markus, um vielleicht auch den einen oder anderen abzuholen, der sich mit der Chartanalyse, mit der technischen Analyse noch nicht so beschäftigt hat. Du redest jetzt von großen Kerzen. Was sagt jetzt diese große Kerze, konkret? Also, ne, ja, also schauen wir uns das mal an. Wir hatten hier zum Beispiel in der Aufwärtsphase, zum Beispiel im März 2021, da hatten wir Bewegungen. Schauen wir uns das mal an. So ungefähr mal ungefähr 1% so am Tag war so das Maximum, 0,5%. Und jetzt haben wir Tagesschwankungen, also von hoch bis zum Tief, von durchaus über 2%. Das Ja. verstehe ich darunter unter dieser Schwankungsbreite. Also das ist wesentlich größer geworden. Also man sieht es ja auch hier, das hat man echt teilweise sehr, sehr, sehr lange Kerzen mit drin. Hier 5%, dann hier so die kleinen sind dann schon 1,4%, was zuvor ja riesig lange Kerzen waren, als wir im anderen Zeithorizont waren. Genau. Aber jetzt hat ja dein Und Mittel fristiges Bild eben gezeigt, da hast du ja gerade richtigerweise gesagt, seit April 22 geht es mehr abwärts. Jetzt habe ich aber gelesen, einer deiner Lieblingsstrategien ist Cash Secured Put beziehungsweise in Klammern Bull Put Spread, was ja eher bullisch ist. Oder hast du in den letzten Trades deiner 149 Trades mehrheitlich andere Strategien getradet? nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin immer noch sehr stark auf Cash Secured Puts unterwegs. Auch wenn man sagt, ja, hier in der Marktphase ist es ja schwierig. Aber es gibt immer wieder Werte, wo es gut funktioniert. Also das ist. Und das, was man aber wissen muss, ist, wann funktioniert es und wann nicht. Das heißt, in den starken Abwärtsbewegungen, da habe ich auch so gut wie gar keine Position eröffnet. Ich öffne dann halt so, wie ich weiß, okay, Korrekturen sind drin und seit November, Dezember habe ich dann deutlich mehr wieder Positionen aufgebaut. Das heißt, hier in der Phase war ich einfach ein bisschen ruhiger und hier geht es jetzt wieder ab. So habe ich es bei mir gemacht. Wie hast du die Zeit überbrückt? Die Kursbewegung, die ist zwar schön immer vor Augen zu haben, weil wir ja definitiv wissen, Optionen sind Derivate, die sind ja jetzt abhängig von einem Underlying. Ja, das heißt, wir müssen ja schon dafür sorgen, dass, wenn wir einen Trade eröffnen, uns auch um das Underlying kümmern. Aber für mich steht natürlich als Optionshändler mitunter die Volatilität im Fokus, ne? Da sagt man ja häufig, dass die Volatilität der heilige Gral ist. Also von daher ist für mich die Phase, wo wir jetzt so große Kerzen sehen, auch teilweise eine Chance für ganz bestimmte Strategien, nämlich vorrangig natürlich auch jene Strategien, die von einer kommenden Wohlerrückkehr dann profitieren, beziehungsweise von einer Wohlerverflachung profitieren. Ja, das ist halt für mich ganz, ganz wichtig, dass ich immer die Volatilität anschaue. Und wenn ich jetzt mal die aktuelle Phase sehe, ja, wenn wir jetzt von Bankenkrise sprechen und man guckt, wie die Titel der einzelnen Banken da einen ja auf die Nase bekommen haben oder der REITs oder der auch der ganzen Insurances, der Versicherungen, dann ist das für mich aber automatisch auch eine Chance. Wow,
die Volatilität ist so hoch, ja, und die Optionsprämie, die wird ja getrieben durch die Volatilität. Das heißt, hier kann ich als Verkäufer von Optionen natürlich teuer verkaufen, und das ist das, was wir ja wollen. Wir wollen ja schlussendlich teuer verkaufen und günstig zurückkaufen, und da gibt es natürlich auch Strategien, die darauf fokussiert sind, ja, die man bestimmt auch in deinem Trade Scanner finden wird. Ja, genau. Ja, das Entscheidende ist ja, wenn wir jetzt hier so Abwärtsbewegungen haben oder so, wo ist die Volatilität die höchste oder die Prämie? Im Prinzip in diesen unteren Bereichen oder hier so. Da sieht man es da, oder? Ja, das ist ja auch der Grund. Wenn er nach oben geht, dann ist die Volatilität ja geringer. Ja, genau, weil die Gefahr ist ja, und das war ja auch in den letzten Wochen häufig der Fall, wir hatten einen dauerhaften Kursrückgang auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sich die Volatilität oder auch der VIX, ja, die Volatilität der Volatilität, gar nicht so wirklich bewegt. Das stimmt, ja, wir haben hier die VIX-Bewegung, die ist hier so mal kurze Ausschläge gewesen, aber nicht so richtig brutal viel, ja. Ja, da kann ich gleich auch noch mal kurz was zu zeigen, was mit der Volatilität, was man vielleicht als kleinen Tipp auch mitnehmen kann. Genau. Ich bin ja durch die Phase eigentlich durchgekommen, dadurch, dass ich auch sehr stark hier auf mein Marktmodell gegangen bin. Das ist mir immer so das Wichtigste. Ich kann es noch mal kurz einblenden, was ich darunter verstehe. Das heißt, ich schaue ja sehr stark auf, welche Sektoren laufen besonders gut. Das heißt, die Sektoren, die am meisten auf die Mütze kriegen, sind immer ganz unten. Das ist ja, was du gerade gesagt hast, hier die Banken. Und was gut läuft, sind zurzeit eben die Technologiewerte. Das heißt, da kann man direkt sehen, wo stehen die Werte, welche sind besonders gut und welche Strategie eignet sich für welchen Wert. Also das ist natürlich dann deutlich einfacher. Und so habe ich eben sehr viel rausgesucht und geschaut, okay, welche Werte sind noch in diesem Aufwärtsbereich drin, und die habe ich dann einfach getradet. Genau, das heißt, wir können es ja mal live machen, oder dass wir mal was raussuchen, oder? Ja. Oder? Ja. Genau, also hier zum Beispiel Technologiewerte, und dann können wir uns einfach mal hier den Cash Secured Put anschauen. Und so schnell kann es dann gehen, dass ich hier eine ganze Liste bekomme. Was ich jetzt aber trotzdem mal geändert habe, ist Folgendes. Ich hatte ja zuvor immer gesagt, ich handle vor allem die Cash Secured Puts auf Basis von Aufwärtsbewegungen. Und das habe ich jetzt mal so ein bisschen modifiziert hier noch, dass ich sage, naja, okay, wenn der Wert jetzt hier hochgeht, ist es eine unbedingt besonders gut, aber es gibt halt so wenig Werte, die dann noch so diese Bewegung haben. Aber was ich ja trotzdem machen kann, ist in der Werte, die in der Seitwärtsphase gehen, das heißt, die nur eine kleine Schwankungsbreite haben, da kann ich auch die untere Seite nur versichern. Ich kann natürlich auch beide Seiten, aber es geht eben auch nur die Unterseite. Und das heißt jetzt hier dieses Strangle-Signal. Und dann kann ich dann eben hier reingehen und schauen, okay, laufen die Werte hier sauber? Und das ist hier im Prinzip wieder das Gleiche wie so diese, was wir zuvor gesehen hatten. Das heißt hier die Kerzen, dann hier die gleitenden Durchschnitte, zum Beispiel 200, 100 und 50. Und wie stehen die zueinander? Und hier sehe ich ja auch, dass es hier so einen Aufwärtstrend gebildet hat. Und dieser Aufwärtstrend darunter würde jetzt hier die Empfehlung sein, einen Put zu verkaufen. Die goldene Regel ist ja immer so, ja, Return on Capital über 1%. Und das ist hier eben auch so der Fall. Ich kann dann auch mal schauen, wie hat sich jetzt die aktuellste Kerze gebildet und was wäre da fair. Das für 11 Cent mal jetzt hier kein Trade auf. Ich will da immer 50, 60 irgendwie auch haben, beziehungsweise dann halt das auch hochgerechnet, so dass es sich lohnt. Aber so rein vom Prinzip ist es halt super, super einfach, diese Sachen rauszufinden. Und dann bin ich auch in der richtigen Branche und dann läuft es auch in meine Richtung. Ja, dann such mal jetzt mal einen Titel aus, den ich jetzt traden kann. Gut, gehen wir einfach mal durch, dass wir hier auch mal ein paar Werte, also wo auch die Premium noch einigermaßen gut ist. Das heißt, gehen wir rein.
Kann man bei dir auch filtern? Jetzt sehe ich ja, wenn ich mal kurz fragen darf, im Hintergrund sehe ich ja auch das Rank. Ist das Rank das Ivy Rank? Der Rank ist im Prinzip die Vergleich dieses Wertes, also welche Werte sind besser oder wie viel Prozent der Werte sind schlechter als jetzt hier in dem Fall der XLK. XLK war mal, ja. Im Marktmodell war mal im XLK-Technologie. Das heißt, 85% der Werte sind schlechter als diese. Und das sagt dieser Rank. Das heißt, je höher ich gehe, desto besser performen diese Werte. Das sieht man dann auch. Zack, und hoch geht's. Genau. Jetzt waren wir beim Filtern. Ich habe das immer so eingestellt, dass ich eben sagen kann, okay, ich will jetzt hier, wo gibt es am meisten Geld? Und da kann man natürlich hier auch noch ein bisschen schauen mit Last Price, in welcher Richtung ist das denn sinnvoll? Das heißt, hier haben wir irgendwas 70 Cent. Hier, das schaut doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Oh, Notfair. Der schaut auch nicht so verkehrt aus, oder was denkst du? Also wir haben jetzt... Das wäre jetzt hier 44 Tage oder nee, bis den Earnings 44 Tage, 31 Tage Laufzeit, okay? Ja. Und $1, das ist doch super. Schauen wir uns das mal an, oder? Ja. Genau, ich nehme mal die TWS. Hier, wenn ich noch ein bisschen hin und her springe, bitte nicht sauer werden. Also das ist ja hier so die klassische TWS oder hier die Mosaikform. Egal wie eingestellt sein. Und dann gibt es ja hier dieses Feld Option Trader. Den schnappe ich mir mal jetzt hier rein. Nett. Suchen wir uns dann mal raus. Also ich klicke hier oben einfach rein. Ganz oben links. Nett. Drück Return. Und dann haben wir hier die Aktie. Gut. Und dann hatten wir gesagt, das ist der 28. April. Jetzt nochmal kurz zurück. Dass wir das auch nochmal sehen. 28. April, 45er Strike. Und jetzt muss man dann immer sehen, also bei vielen sind oftmals hier nur so diese 8 Basispreise eingestellt und dann wundert man sich, ah, wo ist denn das? Hat ihr eine Empfehlung? Nee, einfach dann hier auf die alle einstellen und dann findet man die auch. Und dann sieht man hier, ja, 48, da habe ich den. Und dann suche ich mir das Limit oder hier die Mitte oder wie machst du es? Also ich gehe relativ einfach immer auf die Mitte. Ja, ich fange eigentlich immer beim höchsten Preis an. Das wäre jetzt für mich jetzt, du hast ja kein Marktdaten-Abo, das muss man auch nochmal erklären, die gelben Pünktchen. Das heißt, hier fehlt das Marktdaten-Abo. Aber was mich hier schon stören würde, ist der Spread. Also der Spread ist für mich hier zu groß. Also diesen Trade würde ich, also machen würde ich ihn. Cloudflare ist ja jetzt nichts Unbekanntes, aber nichtsdestotrotz achte ich auch immer auf den Spread und der ist halt relativ groß jetzt hier, ne, mit 13 Cent. Aber ansonsten mache ich es genauso wie du. Also ich orientiere mich im schlimmsten Fall an den Mitpreis. Genau, aber wie gesagt, also das ist für mich jetzt hier schon nicht die beste Ausgangssituation. Okay. Nein, ich meine, den Mitpreis kann man sich auch übrigens da einstellen in den Option Trader, ne, dass der Mitpreis da angezeigt wird. Wie machst du das? Ein bisschen weiter runter, klick mal unten in die Kette rein. Weiter runter. Da genau, rechte Maustaste. Nee, mehr, geh mal auf den, genau ein bisschen höher, wo das Delta ist. Geh mal dahin, wo das Delta ist. Ja, genau, rechte Maustaste und dann Einstellung Optionskette. Und dann gibst du oben in verfügbare Spalten, gibst du mit ein. MID. Und den ziehst du dann rüber. Genau. Und dann nimmst du das X weg. Remove und machst mal mit in die Mitte und dann nach oben klicken. Einmal mit dem Pfeil nach oben. Genau, super, übernehmen und dann war's das. Ach, toll, okay.
Sehr gut. Genau, dann zeigt er ja hier an, wie viel Margin ist notwendig, wie viel Eigenkapital Genau, das braucht. muss man jetzt natürlich noch sagen. Es ist jetzt eine nackte Put-Option. Ja, das heißt, der maximale Verlust ist natürlich Strike-Preis bis null. Ja, wenn wir jetzt einen 48er Put haben, wäre es bei der amerikanischen Option 48 mal 100, also 4.800 Dollar, was man schlimmstenfalls verliert, wenn das Unternehmen pleite geht. Natürlich abzüglich der Prämie, die man dafür bekommt. Das Genau, wären ja jetzt das hier zeigt er ja hier. theoretisch 115 Dollar. Genau, das zeigt er ja hier dann an. Die Genau. 4.685 Dollar. Und Genau. die Gewinnwahrscheinlichkeit, das muss man natürlich auch sagen, ist alles Ceteris paribus. Es ist ja immer die Frage natürlich auch, wie sich die Vola entwickelt. Bei Aktien, wenn die Kurse fallen, steigt gewöhnlich die Volatilität. Ja, wenn wir als Verkäufer auch noch mit einer steigenden Vola konfrontiert werden, dann wird es natürlich doppelt schmerzhaft. Zum einen geht das Underlying in die Richtung, die wir eventuell nicht wollen, und zum anderen steigt noch die Vola. Ja, deshalb sage ich ja immer, guckt ein bisschen auf die Vola, außer, und jetzt kommt das außer, und das ist ja auch bei Cash Secure Put die eigentliche Intention, nämlich, dass man diesen Wert ja auch gerne vielleicht im Depot haben möchte. Ja, dann kommt es ja einem entgegen. Man sagt dann hier beispielsweise, dieses Unternehmen hat für mich einen Wert von 48 Dollar und dann bin ich natürlich auch zufrieden, wenn ich diesen Wert für 48 Dollar bekomme. Und für die Zeit des Wartens kriege ich dann noch die Prämie. Genau. Ich übermittle das jetzt mal, einfach, dass man es sieht. Oder aus. Zack, oder ausgeführt, war ich ja offensichtlich zu billig. Ja. Das geht jetzt ganz schnell. Und was ich Dann jetzt weiß ich schon, wer normalerweise. verdient hat, der Market Maker sozusagen. Ja, die Probability-Nummer zur Info, die habe ich auch hier im Trade Scanner drin. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Das ist das Gleiche. Genau, und jetzt, ja, was macht man jetzt damit? Ja, also ich habe ja immer so diese Angewohnheit, dass ich dann möglichst immer schnell die Sachen dann vom Tisch haben will. Das heißt, ich schaue mir jetzt einfach an, okay, das ist jetzt hier die Position, die ich habe. Und ich rechne immer so, dass ich sage, ich möchte 60% auf jeden Fall davon verdienen. Das heißt, für 1,21 Dollar, hier die 121 haben wir sie ja bekommen. Das heißt, ich rechne dann einfach diese mal 0,4. Viel mehr ist es nicht. 121 geht dann einfach in den Taschenrechner. 121 mal 0,4, 48, also mache ich da 50 Cent. Und dann gehe ich einfach hier auf Schließen der Position. Gebe dann ein, ja, die 50 Cent. Da sind wir, da 50 Cent. GTC, das ist wichtig. Also good to cancel, dass die Order einfach drin bleibt und fertig. Genau. Und dann ist das erste Mal aus den Augen, aus dem Sinn. Ich setze mir dann noch irgendwo Alarme, dass ich weiß, okay, da muss ich mal drauf schauen oder ich schaue alle paar Tage drauf. Genau. Ja, Schaut weil du mal hast ja bitte jetzt kurz in auch. den Chat. Da gibt es zwei Fragen zu den Trades. Kannst du bei diesem Trade auch eine kürzere Laufzeit wählen? Da ist ja erstmal die Frage, wie viele, wann ist der nächste Verfallstermin? Und dann gibt es ja hier immer diese Expected Move. Das heißt, klar kannst du immer kürzere Laufzeiten wählen, aber das Problem ist ja, du kriegst ja nicht unbedingt die Prämie dann, die wir hier haben. Also prinzipiell ist es machbar oder du stellst dir einfach ein, dass du sagst, ich möchte prinzipiell kürzere Laufzeiten und suche mir da was raus, was mir gefällt. Zum Beispiel, dass ich dann einfach sage, 5 bis 14 Tage, 14, klick irgendwo daneben und dann habe ich nur noch die Auswahl von Werten, die kürzere Laufzeiten haben. Also so einfach kann es dann auch gehen. Jetzt habe ich hier eine 9-Tages-Option. Hoffe, das ist soweit klar. Das ist jetzt schon wieder weg. Okay. Genau, und dann ist noch die Frage.
gehandelt wurde ein 45er Basispreis. Ich nochmal. Hätte doch ein. Bin mir doch ziemlich sicher, dass der Basispreis auch so richtig war. Gut, aber du hattest ja gesagt, du schaust dir auch ganz gerne Bullput-Spreads an, beziehungsweise jetzt auch die Short-Seite. Wollen wir uns das mal im Bullput-Spread anschauen? Ja, gerne. Genau, da gehen wir dann einfach nur drauf und sagen, okay, Bullput-Spread. Suchen uns auch die Werte. Da ist natürlich immer ein bisschen die Gefahr, dass deutlich weniger Werte zur Verfügung stehen, weil ja beide Optionsketten benötigt werden. Und deshalb hier jetzt ein paar weniger Werte. Genau. Und da ist eben das Thema, dass dann hier ist zum Beispiel dann die Empfehlung von 30 auf 25 Dollar, um dann den Bull-Put-Spread hier auszulösen, dass das natürlich hier im Delta fast nichts mehr Auswirkung hat. Das heißt, da kann es auch relativ wenig sein. Bei Merck ist das meistens dann, ist es dann ein bisschen besser, dass man zumindest auch noch ein bisschen was bekommen kann. Gut, aber das hier können wir ja mal, also hier finde ich es jetzt nicht ganz verkehrt. Wir haben halt hier so eine Abwärtsbewegung, die gefällt mir jetzt nicht so ganz. Sondern ich hätte lieber hier so eine Aufwärtsbewegung. Da gibt es ja noch hier diese Besonderheit. Da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Der Scanner zeigt auch an das Open Interest. Das heißt, das Open Interest, das hatten wir in den Optionsketten hier gesehen, wie viel Open Interest jeweils in einer Optionskette drin steht. Und das wird über die nächsten 60 Tage überall zusammengezählt. Das heißt, da wird man sich wahrscheinlich sehr mühsam da alles raussuchen und das machen. Jetzt natürlich die Frage, kann ich auch gezielte Titel irgendwo nehmen, um nach präferierten Strategien, nein, das geht so nicht, sondern ich schaue halt immer andersrum, dass ich sage, für die Strategie, welche Titel eignen sich. Das ist einfach nur eine andere Herangehensweise. Ja, also hier für den Bullput-Spread finde ich heute hier ehrlich gesagt mal nichts, was mir jetzt gefällt, wo ich sagen könnte, jawohl, das taugt was. Die Durchführung, das können wir aber trotzdem zeigen, selbst wenn wir hier in der gleichen Position sind. Wir waren ja hier bei dieser Position. Wenn ich jetzt einen Cash Secured Put habe, dann kann ich hier auf den Strategy Builder gehen und dann sagen, okay, wir hatten ja diese 48er Put gehabt. Und um dann eine Absicherung zu machen, dann kann ich eben schauen, zum Beispiel 5 Dollar Differenz, was würde da sich anbieten? Und würde dann einfach hier sagen, okay, ich würde hier den gekauften dazusetzen und dann würde ein Preis von ungefähr 71 Cent rauskommen. Also das ist auch hier ungefähr der Mitpreis. Was Also man so. dazu natürlich dann definitiv sagen kann, dann ist man ja auch mit der Long-Put-Option, also der Option, die wir jetzt bei 43er Strike eröffnet haben, abgesichert von 43 bis 0. Das heißt, wir nehmen 4.300 Dollar Risiko raus. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, all jene, die sich schon mit der Steuer beschäftigt haben, die wissen auch, dass wir hier in Deutschland als Privatanleger die 20.000er Verlustverrechnung haben. Das heißt, wir können nur hiervon wären es jetzt, wie viel sind das? 400 Stück können wir davon machen, theoretisch, und mehr nicht, weil alles weitere, alles oberhalb der 20.000 darf da nicht berücksichtigt werden. Ja. Das ist auch noch wichtig bei dieser Strategie, bevor man da jetzt dauerhaft was macht und nachher merkt, oh Mann, ich konnte meine Verluste gar nicht verrechnen. Genau. Genau, also das ist relativ einfach hier die Geschichte. Dann zeigt er auch das Risikoprofil im Prinzip auch an oder abgelehnt. Achso, weil es das gleiche ist. Okay. Aber jetzt mal, genau, und dann ist eben der Verlust auch deutlich, deutlich geringer.
Und dann hier, wie hoch ist die Chance? 83%, genau. Weil wir jetzt eben hier schon was aufgemacht hatten, deshalb meckert jetzt die TWS. Ist aber nicht schlimm. Genau. Ja, was man vielleicht auch noch sagen kann, es gibt ja so ganz bestimmte Kennzahlen für die Analyse der Optionen. Das sind ja die Griechen, die habe ich, glaube ich, auch schon mal in dem einen oder anderen Webinar hier auf FX Flat angeschnitten bzw. erklärt. Und die Optionen wirken ja sozusagen die verkaufte und die gekaufte teilweise konträr. Ja, das heißt, man nimmt natürlich der verkauften Option an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Beweglichkeit. Sprich, wenn der Kurs jetzt richtig schön nach oben schießt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aus diesem Trade rausgeht, bei einer nackten verkauften Put-Option größer, als wenn ich jetzt diesen Spread, also diesen Bull-Put-Spread trade. Das sind halt alles so Dinge, die man natürlich auch berücksichtigen muss, auch auf Basis des Risiko- und Money-Managements. Auf der einen Seite, klar, man ist abgesichert mit der Long Put, 4.300 Dollar, wie gerade gesagt, nimmt man als Risiko raus. Aber die Beweglichkeit wird weniger und diese weniger große Beweglichkeit, die hält uns wahrscheinlich auch länger in dem Trade. Das heißt, wir sind länger im Markt. Und länger im Markt bedeutet zugleich auch Risiko. Also so ganz einfach ist das alles nicht, aber wenn man sich damit beschäftigt, versteht man es relativ schnell. Genau, und was im Prinzip auch wichtig ist zu verstehen, gerade wenn du beide Seiten hast, ne? Das hat man ja im Strangle zum Beispiel. Da diese weniger Beweglichkeit, die hat, ist aber auch sehr, sehr angenehm manchmal. Gerade wenn die Märkte richtig wild hoch und runter rennen, dann ist das total schön, zum Beispiel im Strangle, weil sich dann kaum was bewegt. Das heißt, dann ist es wirklich stillhalten. Das heißt, dass ich nur warten muss, läuft der irgendwie mal zeitlich durch und dann ist gut. Also das ist fast schon ein Depotausgleich. Genau. Wir können ja auch nochmal hier so ein Strangle zeigen. Also Strangle ist ja so so eine klassische Strategie, wo es einfach nur darum geht, dass der Kurs zwischen zwei Bändern oder ja, zwischen zwei Bereichen bleiben soll. Hier zur Orientierung habe ich immer noch das Bollinger Band eingezeichnet und wenn der Kurs möglichst in der Mitte ist, dann zeigt er das halt auch an. Und das kann man durchaus dann handeln. Das heißt, hier sehen wir, okay, der hat jetzt hier keine großartige Bewegung nach oben oder unten, sondern bleibt einfach drin. Schauen wir uns das mal an. Das ist ja trotzdem hier 50 Cent oder sowas. Ist jetzt nicht so dramatisch viel, aber wir können es ja mal uns anschauen. Das heißt, Marvel. Mal. Dann nochmal reingehen. Wir haben auch wieder den 21., 34,5 und 47,5. Der 21., das haben wir schon. Strategy Builder wieder. Ist schon wieder vergessen. 34,5 der Put. Rechte Seite Put. Und 47,5 der Call. Dann haben wir hier den Short Strangle. Also relativ einfach. Und dann suchen wir uns die Mitte. Hier haben wir jetzt wirklich einen geringen Spread. Also hier nur 5 Cent. Das ist 4 Cent. Schauen uns das an. Können da übermitteln. Wir haben hier verzögerte Kurse hier auf der TWS. Das ist nicht so schlimm. Aber wir sehen hier auch wieder die Gewinnwahrscheinlichkeit. Was ist die Rendite? 63. Ja. Dollar. Und dann, wenn wir 60% nehmen, dann sind wir ungefähr bei 20, 25 Cent. Und wie man Gut. gerade gesehen hat, das war ja die liegende 8, ja, bei Verlust. Verlust ist unbegrenzt und das liegt natürlich an der verkauften Call-Option. Ja, das heißt, wenn es jetzt zu einem wirklichen Short-Squeeze dieses Kandidaten kommt, also auf einmal durch die Decke schießt,
dann würde man froh sein, wenn man die 63 Dollar nicht verdient hätte und Trade nicht gewesen wäre. Ja? Also das muss man natürlich dann auch berücksichtigen. Das wird auch oft an der Margin angezeigt. Also das Risikomanagement wird ja auch zum Teil vom Broker übernommen. Der bewertet ja sozusagen die Strategie mit der Höhe der Margin. Ja? Und da muss man natürlich dann auch vorsichtig sein. Also ich habe mir einmal bei Tesla früher beim Short Squeeze also gewaltig die Finger verbrannt. Ne? Ja, deshalb, je nachdem, wie man das handeln will oder sowas, gell? Das war eben so mein Grundgedanke. Naja, okay, wenn jetzt hier unten sehen wir jetzt sehr, sehr viele Positionen von Open Interest, das heißt Put Open Interest. Auf der Call-Seite ist es weniger, das heißt auch das Risiko, dass er hier nach oben durchgeht, ist ein bisschen höher. Also deutlich höher, ehrlich gesagt. Und deshalb hatte ich gesagt, naja, okay, dann kann ich ja auch einfach nur die Put-Zeit da handeln. Das ist ja auch eine Möglichkeit der Spielart hier. Weil das hier relativ gut abgesichert ist. Das sind ja wirklich sehr, sehr viele Positionen. Genau. Jetzt haben wir noch nicht eingebucht. Probieren wir es nochmal. Lila bedeutet. Warte, Schleife. Dann warten wir. Geh einfach mal auf Market, versuch mal mit Market auszuführen. Ja. Nein. Heute nicht. Das will er nicht. Nein. Genau. Dann wurde noch gefragt, wie man Titel direktional raussucht. Wie machst du das? Wie ich Titel raussuche? Direkt für direktionalen Trade. Also für einen direkt, also die Frage ist ja jetzt erstmal, wie möchte ich direktional einsteigen? Wenn ich jetzt einen Long Call raussuchen müsste, ja, dann gucke ich mir das natürlich so ähnlich an wie du, dass ich eine Aktie habe, die auf jeden Fall Aufwärtstrend anzeigt. Ja. Das ist, was ich direktional, aber Bull Call ist auch interessant. Ja. Das können wir hier machen, gell? Also ja. Reiner Bull Call, oder? Müssen wir das uns mal anschauen. Aber geht genauso, sage ich, gibt aber jetzt gerade nichts. Das kann durchaus sein. Wir haben auch hier nur einen Tag. Wir haben nur im Technologiebereich. Schauen wir mal, jetzt haben wir was. Schauen wir uns das mal an. Cisco. Also ich habe so Standardparameter, wo ich sage, damit komme ich ganz gut zurecht. Das heißt, ich habe jetzt hier zwischen 50 und 120 Tagen, welches Strike Rate. Das ist natürlich abhängig, was eure Kontogröße dann hergibt. Da kann man das, gerade bei gekauften kann man sogar teilweise ein bisschen höher gehen. Genau, aber so ganz verkehrt finde ich das jetzt hier eigentlich nicht. Schauen wir uns das mal an, Cisco. Das heißt, wir haben den Juni-Verfall, den 16. Und dann 47,5er Strike. Also, können wir jemand anderes aufmachen? Cisco. Also ihr braucht euch hier auch Gott sei Dank nicht die ganzen Symbole merken, weil es einfach so einfach ist. Der Juni hatten wir und der 47,5er Call-Seite links und dann gekauft. Die 35, das ist das ziemlich genau, was er auch hier angezeigt hat. 430. Schauen wir uns das mal an hier mit dem Risikoprofil. Zeigt ihr das an? Ja, genau. Und das Schöne ist im Prinzip, dass wir maximal Verlust haben. Das heißt, 440 Dollar Gewinnwahrscheinlichkeit spielt natürlich nicht für uns. Das heißt, er muss tatsächlich in die Richtung auch laufen. Genau. Jetzt mal rein vom Prinzip. So kann man das sicher einstellen. Und was ich dann eher empfehle, ist dann, wir können es ja direkt mal starten, wenn er dann irgendwas hier auch tut. 4,30 mag er nicht, kann ja ein bisschen mehr, aber das muss man sehen. Mag er nicht. Ein bisschen weniger. Ich kaufe ja. Wenn man ein bisschen mehr geben, oder? Will er nicht. Order aus. Jetzt. Gut. Jetzt habe ich den drin. Und das, was ich ja jetzt hier machen möchte, ist ja, dass ich hier eine Bewegung nach oben mit trade. Das heißt, ich möchte ja, dass der Wert hier nach oben geht. Ich würde jetzt gar nicht auf verdoppeln, verdreifachen oder was auch immer gehen, sondern ich würde da eher sagen, okay, so ein paar Prozent
machen und das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also mir liegt das nicht so, der langfristige Handel. Ich mache es eher dann kurzfristig, aber das ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen Geschmackssache. Genau. Scanner, war noch die Frage, ist er kostenlos oder nein, ist er nicht. Richtig? Sondern, nee, ich habe da ein bisschen Arbeit reingesteckt, also richtig viel, ehrlich gesagt. Das heißt, die Frage ist aber gut. Ja, was gibt es hier? Also, das ist natürlich die Frage, was ihr handeln wollt. Also, das, was am meisten tatsächlich gebucht wird, ist hier so der Option Scanner Basic. Wenn ihr die Jungs wie Nelson oder so vom Support anschreibt bei FX Flat, bekommt ihr auch noch mal einen Rabatt. Code dazu. Aber das ist es im Prinzip hier 49 Euro im Monat. Und das reicht normalerweise für einen Anfänger, genau. Gerade weil ich dann auch nicht mit der Steuerverrechnung was zu tun habe. Was es natürlich auch gibt, ist so, dass man dann sagt, okay, ich habe den Advanced. Da sind natürlich deutlich, deutlich mehr Strategien drin. Auch die Verticals, Bear Call, Bull Call, Iron Condor Spread und so weiter. Oder ausgeschlossen. Genau. Ah, jetzt ist auch der Short Strangle hier mal durchgelaufen. Genau. Und da ist wichtig, das umfasst im Prinzip hier das Option Screener Basic Paket. Das heißt, wenn ich das habe, habe ich beide automatisch. Genau. Jetzt natürlich auch wieder die Frage hier, was mit der Cisco. Das ist ja jetzt hier diese. Ne, Quatsch, die Marvel, die Position, da habe ich ja jetzt hier diese beiden Varianten. Das heißt, ich habe den verkauften Call und ich habe den verkauften Put. Und da kann ich ganz genauso vorgehen. Das heißt, wir hätten hier für 65 das bekommen, dann wieder ausrechnen. 0,65 mal 0,4, 0,26, also machen wir runden aufs nächste 5er, das heißt 25 Cent. Manchmal steht hier Plus, manchmal Minus. Dann einfach, wenn man auf Schließen gedrückt hat, das ist eigentlich immer richtig. Habt ihr da nicht groß überlegen, sondern einfach das nehmen und dann überschreiben und übermitteln. Und gut ist. Und schon habe ich die Position dann drin. Also das ist total einfach. Und wenn ich jetzt hier bei Cisco sagen möchte, okay, ich möchte was weiß ich hier 10% Gewinn machen, das wären ja jetzt hier 40 Dollar. So kann ich das genauso machen, dass ich da auch schon mal eine Position reinstelle, schließen und dann zum Beispiel sage, okay, der war ja hier 4,30, das heißt, wir gehen hier auf 4,70, einfach mal so als Beispiel, lassen das auch bei GTT stehen und dann wird es übermittelt und gut ist. Und das, was jetzt hier zum Beispiel passieren könnte, wenn der einfach nur hier diesen Stück nach oben läuft, irgendwo hier in diesem Bereich, ups. Hier in dem Bereich ungefähr wird sie ausgelöst werden, wenn der so nach oben läuft. Und ich habe dann den Gewinn von 40, 50 Dollar. Genau. Ist dann meine Vorgehensweise. Macht es mir halt immer einfach, weil es oft 15:30 Uhr gibt es sehr oft starke Bewegungen in eine Richtung und die nutze ich dann ganz gerne, indem dass meine Optionen dann schon drinstehen, beziehungsweise meine Targets und die werden dann sehr oft ausgeführt. Ansonsten hat man ja kaum die Zeit, da das alles zu verfolgen. Und meiner Meinung nach ist gerade hier im Trade Scanner und auch was Thorsten macht hier in dem Club im Prinzip das Entscheidende, warum soll man das machen oder warum ist es so wichtig, hier so diese Trade Scanner oder sonst was zu haben. Das Hauptthema ist ja irgendwo, man hat Angst, Kapital zu verlieren, wenn man hier an die Börsen rangeht und man hat da noch keine Ahnung. Und dann ist es ja eigentlich auch schön, wenn man sagt, okay, anstelle, dass ich der Bank das gebe, irgendwie, ich kann das auch selber verwalten. Aber das Problem, was viele wahrscheinlich auch festgestellt haben, ja, die Strategie funktioniert nicht immer und man hat selber noch nicht so richtig die Sicherheit drin. Deshalb ist ja auch das Thema Ausbildung so extrem wichtig.
Dann das Tolle, man kann halt nebenbei nochmal Geld verdienen, ohne dass man da groß viel Zeit reinsetzen muss. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du brauchst. Ich brauche hier für meine Trades verwalten oder so Viertelstunde oder so am Tag. Viel mehr ist es eigentlich nicht. Ja, ich trade ja auch ein bisschen mehr. Also ich denke mal von wegen, dass ich jetzt hier kein guter Vergleich bin. Aber ich finde Systeme halt gut, ne? Also wenn du jetzt eine Viertelstunde Zeit investierst und hast dann damit auch noch ein gutes Income, ja, dann hat man ja alles richtig gemacht. Genau. Ja, stimmt, du handelst ja auch die anderen Sachen. Genau, und dann, man kann es eben nebenberuflich machen und das ist eigentlich so das Coole, ne? Dass vieles hier gerade im amerikanischen Markt halt spät geht. Und wenn man das so gesehen hat, ja, gerade das Umdenken von im Beruf kann ich sehr viele Sachen machen. Im Trading werden diese ganzen Strategien oftmals nicht so sauber funktionieren. Das ist oftmals ein bisschen schwieriger. Das heißt, ich muss ja vor allem auch meine Denkweise ändern. Und deshalb finde ich das ganz toll. Erstens, wie es Thorsten macht mit seinem Club, dass er sagt, er nimmt Leute an die Hand und sagt, hier, ich ändere auch dein Denken. Wie gehst du mit diesen Sachen um? Wie machst du dein Risikomanagement, Money Management und sowas? Und ich habe ja hier auch das so weit gemacht, dass ihr hier von Profis im Prinzip die Strategien habt. Das heißt, das sind über Jahre erfolgreiche Strategien und die funktionieren auch. Genau, und das ist eigentlich das Schöne dann. Deshalb macht es Sinn, so einen Scanner zu haben oder eben im Club zu sein, weil ich lerne von den Profis und kann das so umsetzen. Und ich habe nicht diese ewige Leidensgeschichte, oh, schon wieder eine neue Strategie und da wieder was und das. Genau, du bist viel, viel schneller in dem Bereich, dass du Geld verdienst. Thorsten, magst du ein bisschen was über deinen Club nochmal erzählen? Ja, also was ich ja gut finde, ist immer Ideen, ja, also Trade-Ideen, Empfehlungen für Titel etc. finde ich auch ganz, ganz toll. Bin ich auch ein großer Fan von, also wenn das sogar ein geprüftes System ist. Aber das ist ja der erste Schritt. Ja, der zweite Schritt ist natürlich auch, dass man, oder sagen wir mal so, das müsste eigentlich der erste Schritt sein. Das ist nämlich das Risiko- und Money Management. Für mich ist es ganz wichtig und auch gerade für jene, die jetzt nebenberuflich aktiv sind, dass die sich auch immer wieder überlegen müssen, was für ein Risiko gehe ich hier ein und reicht mir die Prämie, die ich jetzt hier verdiene, für dieses Risiko aus? Das muss man einfach vorher verstehen, weil ansonsten ärgert man sich nachher total, wenn auf einmal eine ganz, ganz große Verlustposition kommt. Und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Das heißt, nach der Eröffnung des Trades nicht nur eine Take-Profit-Order zu machen, wie du die gerade gut vorgestellt hast, Markus, sondern auch für sehr liquide Titel würde ich beispielsweise schon sofort eine Stop-Limit-Order in den Markt für die Verlustseite reinlegen. Ja, ansonsten ist es wirklich ganz, ganz schmerzhaft, wenn ein Underlying sich extrem bewegt. Also das ist etwas, was ich definitiv machen würde. Und bevor ich überhaupt mit dem Optionshandel real trade, also live trade, würde ich, auch wenn das für den einen oder anderen nicht das gleiche Spiel ist und alle wollen ja Skin in the Game, würde ich erstmal Paper Trading machen oder vielleicht auch, da gibt es ja so tolle Tools wie Optionstrat.com, dass man es erstmal simuliert und beobachtet und zwar von der Seitenlinie und dann aktiv reingeht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das, was wir ja hier im Club machen, ist ja genau die Sache. Da sind ja viele bei mir im Club, die sind auch schon so ein bisschen erfahrener, ja, haben schon ein paar Jahre Trading auf dem Buckel, aber merken auch, dass halt der Austausch unter Gleichgesinnte ganz, ganz wichtig ist. Ja, man tauscht sich aus, nicht nur jetzt mit Titeln und mit Empfehlungen, sondern auch mit Erfahrungen. Ja, wie hast du das in der und der Situation gemacht? Oder wie beispielsweise
bewerte ich die jetzige Situation? Wir haben halt regelmäßig Clubtreffen, wo wir halt auch eine Marktanalyse machen, wo ich halt auch auf die Volatilität gehe, wo ich auch gesagt habe, vor 2, 3 Wochen für mich, also bevor die Bankenkrise in Anführungszeichen kam, wo ich gesagt habe, die Volatilität, die zeigt mir jetzt nun wirklich keine richtige Panik an. Ja, und dann bin ich trotzdem weiter in den Markt gegangen. Also bis ich auf gut Deutsch die Füße stillhalte, da muss schon ordentlich viel passieren. Und dann, und das ist ja das Schöne am Optionshandel, Markus, wir sind ja nicht direktional auf eine Seite, sondern wir haben ja eine, wie man bei dir jetzt hier auch gerade sieht, eine Vielzahl an Strategien für jede Marktlage und für jede Richtung. Absolut, wenn man genau weiß, wie es geht. Ne? Das ist ja auch das, ja, dass wir immer, okay. Nein, nein, Markus, um Gottes Willen, ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte. Kannst du gerne. Nein, nein, ich hatte nur noch in Erinnerung, dass Thorsten uns was über den VIX noch erzählen wollte. Oder VEX. Genau. Ja, das will ich dann jetzt machen. Wenn ich, darf ich dir das Zepter abnehmen, Markus? Also, jetzt seht ihr wahrscheinlich, das ist jetzt hier mein Panikbericht. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Das ist mein Panikbericht, den poste ich auch jeden Morgen bei Instagram. Also wer das hier sehen möchte, da habe ich diverse Panikzeichen und hier dieses Tachometer. Und je nachdem, wie viele von diesen Panikzeichen aktiv sind, wird es natürlich auch entsprechend hier eine Änderung in der Farbe geben. Ja? Das ist halt für mich ganz wichtig, dass ich das halt als Morgenroutine jeden Tag mache und dann sehe ich jetzt hier auch, ist es jetzt panisch oder nicht. Ja, das sind halt solche Dinge. Was ich auch noch habe, aber das ist kein Vergleich mit dem Trade-Scanner, sind halt auch hier gezogene Werte, die basieren auf meinen Indikator. Das heißt, ich habe hier Titel, die bullisch sind, die ich halt für bullische Strategien verwenden kann, bärisch und dann noch unterteilt in ETFs. Bullisch und bärisch. Ja, also das ist alles basierend auf meinem Indikator. Das ist ja hier dieser O4W-Best-Indikator, den ich mir halt dann täglich angucke. Und hier unten, und das ist das, was ich eigentlich auch zeigen wollte, habe ich hier meinen VIX-Trader. Das ist ein Indikator basierend auf die Volatilitäten. Und was man schön sehen konnte, als beispielsweise letzte Mal der Volatilitätsindikator hier voll angeschlagen ist, hier bei Rot hat man auch gesehen, hier war der Kurs schon ziemlich weit unten und hier war halt eine sehr hohe Volatilität und nochmal gesagt, eine hohe Volatilität heißt für mich, ich kann teuer verkaufen und dann suche ich mir eine Möglichkeit raus. Das heißt, ich fokussiere mich sehr stark auf Volatilitäten und der VIX, der Volatilitätsindex, den gibt es ja auch hier auf verschiedenen Zeiteinheiten in diesen Futures und da hat man diese VIX-Termin-Strukturkurve und diese VIX-Termin-Strukturkurve zeigt ja, wie hoch der VIX bewertet wird. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine gesunde Phase haben, ist es so, dass die Volatilitäten, je weiter sie weg sind, teurer werden. Und das ist ja auch richtig so, weil man dann sagt von wegen, klar, die Zukunft ist ungewisser als das, was jetzt ist, also bezahle ich sozusagen auch mehr für die Versicherung, weil der Volatilitätsindex ist ja nichts anderes als die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500. Und wenn es teuer ist, heißt das ja, ich bin bereit, mehr für meine Absicherung zu bezahlen, wenn es günstig ist, weniger. Und wir hatten letztens den Fall, dass halt die Frontkontrakte nach oben geschossen sind und dann gab es so eine Kurve. Und das ist dann die Backwardation. Das heißt dann auf gut Deutsch, ich bin bereit, jetzt mehr zu bezahlen. Und wenn ich jetzt mehr bereit zu bezahlen bin als nächste Woche, scheint ja das Feuer direkt vor der Tür zu stehen. Und das ist dann halt panisch. Das habe ich halt hier auch in dem Indikator mit den Bs. Ja, also die Bs, das sind die Backwardations. Ja. Und was ihr jetzt mitnehmen könnt, das ist auch etwas, was ich mir immer angucke. Ich habe gerade gesprochen von dem VIX. Ja, der VIX hier, der gilt ja auf 30 Tage, genauer gesagt 27, 32 Tage. Aber wie man sieht, gibt es auch einen 9-Tage-VIX. Jetzt hier oben, das ist der 30 Tage und hier unten ist der 9 Tage. Und in der TradingView, das ist ja eine Chart-Analyse-Plattform online, auch mit kostenlosem Zugang, da kann man sich die beiden Volatilitäten hier reinholen. Und was ja normal sein sollte, ist, dass der 9 Tage günstiger ist als der 30 Tage.
Und das war auch bis hier war es der Fall. Ja, und dann ging es los am 6. März. Dann wurde der 9 Tage teurer als der 30 Tage. Und das ist für mich so eine Situation, so ein kleiner Vorindikator. Ui, jetzt kann es ungemütlich werden. Ja, und das wurde es ja auch hier. Ja. Und jetzt haben wir wieder den Fall, dass die 9 Tage wieder unterhalb der 30 Tage sind. Und das kann man natürlich sich auch auf längere Phasen sich anzeigen lassen. Ja, also da kann man natürlich auch mal sagen, wir gehen jetzt hier in 2020 rein. Ja, da war ja hier. Und da hat man es auch gesehen. Ja, da hat man es dann auch gesehen. Ja. Relativ früh, ja, hat man es gesehen, dass hier am 21. Februar der 9 Tage teurer wurde als der 30 Tage. Wenn man sich jetzt dran gehalten hätte, dann wäre man hier rausgegangen, ja, und wäre vielleicht erst wieder reingegangen, wenn der Markt sich entspannt hätte. Ja, das nur als kleiner Vorindikator, den man sich echt mal anschauen kann. Kostet kein Geld und gibt, finde ich, für mich sehr wertvolle Informationen. Das ist das, was ich kurz noch als Tipp mitgeben wollte. Perfekt. Genau. Sind wir gut so in der Zeit, ne? 3:07. Ja, genau. Wenn noch weitere Fragen sind, beantworten wir sie gerne, aber sonst machen wir das ja regelmäßig, das Webinar. Genau. Ja, jetzt sind wir nach Ostern, sehen wir uns wieder, glaube ich. 18. April ist der nächste Tag. Ja, sehr gut, ja. Hier wird noch gefragt, ob du, Markus, auch auf Trader Yards zu finden bist. Bin ich zu finden, genau, aber ich bin jetzt nicht sehr aktiv da dran, ja. Sehr gut. Dann war noch eine Frage offen geblieben, wie ihr grundsätzlich die Laufzeiten ermittelt. Die Laufzeiten, jeder hat ja irgendwo seine Lieblingszeiten wahrscheinlich auch, oder? Was er handelt. Also ich kann das gar nicht so genau sagen. Also ich handle halt am liebsten 20 bis 60 Tage, weil mir das am angenehmsten ist von der Prämie und so weiter. Die ganz kurzfristigen Optionen mag ich nicht so sehr, aber das ist reine Geschmackssache. Also andere handeln das sehr erfolgreich. Das ist wirklich eine reine Geschmackssache, mit was man gut zurechtkommt. Ja, also ich trade alle Laufzeiten. Auch heute wieder ein 7-Tage SPX eröffnet. Und im Club traden wir halt auch sämtliche Strategien, also mit sämtlichen Laufzeiten. Aber wie der Markus ja auch gesagt hat, es kommt drauf an. Ja, wenn man es ein bisschen ruhiger haben möchte, dann wären wahrscheinlich die kurzlaufenden nicht empfehlenswert. Genau, da braucht man halt dann immer Reparaturstrategien und so weiter. Das muss ich aber immer wissen, wie ich repariere und wie ich mein Money Management mache. Ganz genau. Dann haben wir schon mal ein Thema für das nächste Webinar. Sehr gut. Prima, dann haben wir noch einen guten Abschluss gefunden und sind auch keine weiteren Fragen jetzt mehr offen. Von daher, bevor ich euch das Schlusswort übergebe, bedanke ich mich schon mal bei euch. War wieder sehr interessant, hat Spaß gemacht und natürlich vielen Dank an alle, die heute live dabei waren und dann auch hier aktiv Fragen gestellt haben. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund und hoffentlich dann bis zum 18. April. Aber wie gesagt, ihr habt das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung, wie immer, dass wir hier von FX Flat die Möglichkeit bekommen, uns hier auch vortragen zu dürfen. Und Markus, dir auch immer wieder vielen Dank. Macht einfach Spaß mit dir, muss ich sagen. Ja, mir macht es auch Spaß, genau, und auch vielen Dank an die Zuschauer und ja, ich habe es auch immer ganz gerne in Kontakt zu treten, das heißt, das freut mich ja auch immer wieder mal Kontakt hier zu bekommen und wenn was ist, einfach melden, genau. Prima, cool. Dann bis zum nächsten Mal.
Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.